Hallihallo, liebe Filmfreunde, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich ein Schnäppchen für euch mitgebracht und zwar das Mediabook von Wicked Vision zu Alex de la Iglesias 2004 entstandener Komödie Crimen Perfecto. Ein verpecktes Verbrechen. Ja, saublöder Titel, ich weiß, aber es ist ein cooler Film. So wie alle Filme eigentlich von Alex de la Iglesia. Die haben so einen gewissen Charme. Dieser Spanier, der hat man kann es schwer beschreiben, auf jeden Fall ein verrückter Hund, sollte man auf jeden Fall mal was von gesehen haben. So, wir haben hier Cover. Ich muss gucken, Cover B. Wir haben auch noch Cover A und Cover C von diesem Film. Diese drei Mediabooks sind alle streng limitiert. Das hier auf 555 Exemplare. Diese drei Mediabooks sind seit dem 26. Januar 2018 bereits erhältlich. Beim Wicked Vision Restposte Shop auf der Wicked Vision Homepage kriegt ihr dieses Mediabook für sage und schreibe 7,77 €. Und jetzt müsst ihr eigentlich dick und fett Werbung drin stehen. Ja, ich habe dieses Mediabook auf jeden Fall jetzt hier, um es euch mal zu zeigen. Und 7,77 €, man kann gar nicht falsch liegen. So, übrigens, Cover A gibt es seit Dezember letzten Jahres auch noch als Star Metal Case, glaube ich, habe ich gelesen. Als, ja, genau, Limited Future Pack heißt das ja heute. Star Metal Case hieß das damals. So, wir haben hier noch ein Vorlageblatt, aber das schauen wir, packen wir erstmal aus. Ich bin ja so neugierig auf diesen Film. Ja, die Filme von Alex de la Iglesia, das ist immer eine große Freude, die zu entdecken. Und den hier, ich hatte davon gehört, aber ich glaube, ich kenne ihn gar nicht. Ich meine, ich hätte ihn schon mal gesehen, aber letzten Endes, wenn ich mir das hier ansehe, vielleicht auch nicht. Ich bin, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, wir haben vorne also dieses Vorlageblatt. Und ja, auf diesem Vorlageblatt steht alles drauf, was wir wissen müssen. Eine HD-Premiere, der Kultfilm von Alex de la Iglesia als deutsche HD-Premiere, inklusive Soundtrack-CD mit deutschen und englischen Untertiteln und mit umfangreichem Bonusmaterial. Hier Hinweis Wicked Vision, Donaufilm und ja, das Artwork, das sich hier drunter verbirgt. Hier haben wir noch den FSK-Flatschen. Das ist auch schon auf dem Vorlageblatt, aber ja, das interessiert uns ja nicht, weil das kommt ja weg oder rein oder was auch immer. Wir schauen uns das Artwork jetzt mal an. Ich fand auch Cover A sehr, sehr gelungen, aber ich persönlich muss sagen, dass mir hier Cover B auch von den Farben her besser gefällt. Und es ist wieder ein sehr schönes Artwork, gefällt mir sehr gut und auch hier die Verarbeitung so mit Hochglanz, ist toll, hat was. So. Hier haben wir auf der Seite den Titel draufstehen, Crimen Perfecto, unten den Hinweis, dass es sich um eine Blu-ray handelt. Es ist aber auch eine DVD mit dabei. Das sehen wir hier hinten. Na, ist diesmal gar keine DVD. Es ist keine DVD mit dabei, es ist nur eine Blu-ray. Sorry, da habe ich mich jetzt vertan. Aber gut, ist ja nicht so wichtig. Oben schaut uns das Glubschauge von Wicked Vision entgegen und auf der Rückseite haben wir eine Filmzusammenfassung. Einen kleinen Werbetext, ein paar Szenebilder und ihr seht schon, ja, dieser Film ist mal was anderes. Dann haben wir hier die Credits stehen und wir haben hier sogar eine Limitierungsnummer aufgeklebt. Das Ganze ist limitiert auf 555 Exemplare und dann haben wir hier so von Hand aufgeklebt. Das ist ja wie so von so einem Etikettiergerät. Das hier ist die Nummer 17. So, dann haben wir hier unten die Spezifikationen der Blu-ray. 104 Minuten dauert der ganze Film, ist natürlich ungekürzt. Dann haben wir hier unten noch das Bonusmaterial. Wir haben ein 24-seitiges Booklet mit dem Text von Manu Mango und einem verpetten Interview mit Alex de la Iglesia. Audiokommentar mit Alex de la Iglesia und Jorge, also der Kollege von ihm. Und hier Soundtrack-CD mit zum Film mit 22 Tracks.
Also ich nehme mal an, der Sound, ja, der Score. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich werde es ja erfahren. So, vorne haben wir die Blu-ray drin liegen. Und wir haben auch hier wieder einen schönen Innendruck. Hier so ein bisschen Blutgesprenkel. Hier oben löst sich schon. Ja, wie gesagt, das ist schon etwas älter, aber das war ja auch gar nicht verklebt hier. Schau, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die verkleben das so am Rand. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht rausfällt. Hier haben wir übrigens Cover A, beziehungsweise das Cover des Limited Future Packs. So schaut das aus. Aber ihr habt es ja auch eben schon gesehen. Ich habe es euch ja eingeblendet. So, dann haben wir hier die Soundtrack-CD. Hinten ist normalerweise bei diesen Doppelpacks immer die DVD mit drin. Aber hier haben wir dann den Soundtrack. Finde ich persönlich auch schöner. Gerade bei den Filmen von Alex de la Iglesia. Bei der DVD von Perdita Durango zum Beispiel, da war auch schon der Soundtrack dabei, jedenfalls bei dieser Sonderedition, die ich im Keller liegen habe. Und ja, hier haben wir auch wieder, ich sehe das gerade, das lappt hier unten ein bisschen über. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob das so sein soll. Auf jeden Fall, wenn wir das Booklet hier aufklappen, dann haben wir hier diese Falzlinie, weil das hier aufliegt. Das ist vielleicht nicht ganz optimal gelöst. Ich weiß auch nicht, ob das so sein soll. Es sieht so aus, als wenn es hier genau dahin gehört, aber naja, ganz optimal finde ich, ist es nicht. Ist ja aber auch egal. Wir schauen uns jetzt mal das Booklet an. Ja, it must be verpackt. Das ist also eine Komödie. Die Filme von Alex de la Iglesia, die sind alle irgendwie so ein bisschen abgedreht, witzig. Also, es ist zwar teilweise ziemlich geschmacklos, aber trotzdem immer noch so dieser Humor. Also ich mag die Filme von ihm einfach. Und schaut einfach mal rein, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und ich sag's nochmal und ich sag auch ganz klar, ich kriege kein Geld dafür, auch wenn hier der Eindruck entsteht. 7,77 €, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Ich hoffe auch, dass dieses Angebot immer noch da ist, wenn dieses Video online geht. Es ist ja durchaus möglich. Also heute am 2. Juli 2020, wo ich dieses Video aufnehme, da ist es aktuell im Shop von Wicked Vision bei den Restposten für 2,22 € erhältlich. So, wir sehen hier, das Booklet ist geklammert mit so drei Tackernadeln. Wie heißen die Dinger? Tackerklammern. Ja, egal. So, wir haben hier drin ein paar Figuren aus dem Film, damit wir auch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und wenn wir uns das hier so anschauen, das ist ein sehr textlastiges Booklet, was ich persönlich bevorzuge, weil, wie gesagt, die Bildchen, die kann man sich im Film anschauen, die muss ich nicht auch noch hier mit drin haben. Es sei denn, hier natürlich so Plakate, das hat was, wobei gerade dieses Plakat hier gefällt mir gar nicht, im Gegensatz zum Nein, ihr wisst, was ich meine, ja, also finde ich schön, finde ich schön. Das ist das 2017er. Hier steht es jetzt auch: 2017er Artwork von Dali Joyce. Jetzt wissen wir auch, wer vorne das Cover entworfen hat und wann. So, dann haben wir hinten Regel Nummer 1: Wenn es keine Leiche gibt, gibt es auch kein Verbrechen. Ja, so ist es. Ja, es sei denn, wir haben ein anderes Verbrechen, ja, wie zum Beispiel Raub oder sowas. Und bei einer Vergewaltigung gibt es ja auch nicht unbedingt eine Leiche. Ja, so. Hinten haben wir, ich merke das auch gerade, das ist etwas scharfkantig. Ja, aber ich denke, das ist so gewollt. Auf jeden Fall, das scheint kein Fehler zu sein. Ist auf jeden Fall ein bisschen scharfkantig. Also nicht, dass man sich dran schneiden könnte oder so, aber ja, etwas scharfkantig ist es trotzdem. Ja, das ist es, das Mediabook von Crimen Perfecto, ein verpecktes Verbrechen von Wicked Vision. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir den Daumen da. Ansonsten sehen wir uns in Kürze wieder. Dann gibt es nämlich noch ein Unboxing. Yeah! Ihr freut euch, oder? So viele Unboxings von mir. Ja, so ist es nun mal. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, den Daumen, das Glöckchen, ein Abo, freue ich mich über alles. Über Kommentare freue ich mich am allermeisten. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann geht mir voll einer ab vor Freude. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und seid schlau,
schaut blau.